Eine Sache noch, die habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht erzählt. Nur ganz kurz, weil ich Ihnen ja auch immer was zu den Anwendungen sagen wollte. Wir hatten gesprochen über dieses Common Subsequence-Problem. Das war die Geschichte, dass Sie zwei Wörter haben. Und Sie wollen gemeinsame Sequenzen erkennen. Und das war ja zum Beispiel so, dass man hier dann sagen konnte, sagen wir mal, sowas hier, ich weiß jetzt nicht mal, ob das die längste ist, aber hier hätten wir so eine gemeinsame Sequenz. Falls Sie sich fragen, ob das nur Spielerei ist oder ob man das auch für irgendwas gebrauchen kann. Ein Bereich, in dem das häufig angewendet wird, ist mal wieder die Gentechnik, wo es auch darum geht, gemeinsame Sequenzen zu finden. Ein anderer Bereich ist aber einer, mit dem Sie vielleicht öfter zu tun haben werden. Wenn Sie mal an einem größeren Softwareprojekt mitgearbeitet haben, werden Sie sehen, wie hilfreich ein gutes Diff-Tool ist. Also ein Tool, mit dem man feststellen kann, welche Veränderungen vorgenommen wurden am Code, gerade wenn mehrere an so einem Projekt mitarbeiten. Und wenn Sie sich mal selbst überlegen, wie man so ein Programm wie Diff schreiben wollte, dann müssen Sie genau dieses Problem lösen. Wie kann ich möglichst große gemeinsame Sequenzen erkennen? Denn ich muss die gemeinsamen Sequenzen erkennen, um die Veränderungen erkennen zu können. Das sind nämlich die Teile, die nicht gemeinsame Sequenzen sind. Also auch das ist ein Problem, was wie eigentlich alle Dinge, die wir hier besprochen haben, tatsächlich aus der Praxis kommt. Wir hatten das letzte Mal zum Schluss uns für Vertex-Cover einen Algorithmus angeschaut, der deutlich besser war als unser ursprünglicher Algorithmus. Und zwar haben wir aus dem naiven Algorithmus, der eine Laufzeit hatte von 2 hoch n, einen gemacht mit der Laufzeit von Wurzel 3 hoch n. Und ich hatte Ihnen ja auch Zahlen gesagt, dass das durchaus eine Bedeutung hat, dass man damit für wesentlich größere n noch vernünftige Laufzeiten bekommt. Bevor wir weitermachen, will ich Ihnen noch mal ein paar Werte sagen, wie weit man heutzutage ist bei bestimmten Problemen. Also diese Probleme, die wir hatten, Vertex Cover, Independent Set, Click. Da ist man in der Praxis inzwischen so weit, also mit Programmen, die dann wirklich laufen und in die Sie sowas eingeben können, dass man so von der Größenordnung her Probleme mit bis zu 1000 Ecken bearbeiten kann. Das ist natürlich schon ganz schön viel, wenn Sie bedenken, was 2 hoch 1000 bedeuten würde. Also die Algorithmen müssen schon ziemlich clever sein. Und bei Three-Set, also der Variante von dem Satisfiability-Problem, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, wo Sie immer so Formeln haben, die maximal 3 Variablen haben, ist es so, dass man bis zu 10.000 Variablen bearbeiten kann. Dass man zu so hohen Werten kommt, liegt aber nicht nur daran, dass man so wie hier oben verbesserte Algorithmen findet. Dann müsste man tatsächlich solche Dinge finden, wie zum Beispiel, sagen wir mal, 1,01 hoch n oder sowas in der Art. Und sowas ist bisher nicht gefunden worden. Ich habe Ihnen ja den aktuellen Stand letztes Mal gesagt. Sondern es liegt daran, dass man hier noch andere Techniken einsetzt. Und diese eine Technik, eine von diesen Techniken möchte ich Ihnen gerne noch kurz vorstellen. Und zwar ist die bekannt im Allgemeinen unter dem Namen Preprocessing. Also Sie können sich an dem Namen schon denken. Es geht darum, etwas vorzuverarbeiten. Und die Idee ist die folgende. Normalerweise sieht das so aus, dass Sie den Input für Ihr Problem haben. Und diesen Input füttern Sie in Ihren Algorithmus. Und womit wir uns bisher nur beschäftigt haben, ist den Algorithmus besser machen. Das ist das, was wir letzte Stunde gemacht haben. Statt 2 hoch n nehmen wir vielleicht Wurzel 3 hoch n, weil wir kriegen irgendwas Besseres hin. Wir haben aber nicht die Hoffnung, irgendwas substanziell Besseres hinzubekommen. Es wird immer noch irgendwie exponentiell sein. Die Idee von Preprocessing ist, dass Sie hier Ihren Input haben, der die Größe n hat. Und dann legen Sie einen Zwischenschritt ein. Das ist Ihr Preprocessing, der Ihren Input kleiner macht. Der knabbert also sozusagen so ein paar Ecken ab von Ihrer Kiste. Hier vielleicht ein bisschen und hier oben wird noch ein bisschen abgeknabbert, sodass Sie dann nicht mehr einen Input der Größe n haben, sondern sowas wie einen Input der Größe, sagen wir mal, n minus 20 oder was auch immer. Irgendwas in der Art. Und dann erst füttern Sie das in Ihren Algorithmus ein.
N-20 mag nicht nach viel klingen, aber denken Sie dran, wenn Sie einen Algorithmus haben, der mit einer Brute Force Technik arbeitet. Und ich hatte Ihnen ja letztes Mal gesagt, dass zum Beispiel bei dem Traveling Salesman Problem noch gar nichts Besseres bekannt ist als 2 hoch n. Dann bedeutet jede einzelne Zahl, die Sie hier abziehen können, eine Halbierung der Rechenzeit, weil es ja immer um 2 hoch n geht. Wenn Sie also 20 hier abziehen können, dann heißt das, Sie haben die Rechenzeit um 2 hoch 20, um den Faktor 2 hoch 20 verbessert. Das bedeutet, Pi mal Daumen, Sie sind 1 Million Mal so schnell wie vorher. Darum ist Preprocessing eine sehr, sehr wichtige Technik. Die ist so wichtig, dass die kommerziellen SAT-Solver, habe ich mir sagen lassen, 90% der Zeit mit Preprocessing verbringen. Das heißt, die arbeiten gar nicht so sehr mit einem cleveren Algorithmus, sondern die meiste Zeit sind sie damit beschäftigt, clever den Input zu verkleinern. Und das hatte ich letztes Mal ja schon kurz erwähnt, das liegt gerade bei den kommerziellen Programmen auch häufig daran, dass die bestimmte Annahmen über den Input machen, weil sie wissen, was für ein Typ Formel reinkommen wird, weil die zum Beispiel aus dem Schaltungslayout kommen und da sind bestimmte Formeln, die da vorkommen. Da kann man also schon relativ viel machen. Und ich möchte also auf dieses Preprocessing an 2 Beispielen ganz kurz eingehen, nicht so richtig viel. Ich glaube, die Idee ist hiermit schon mal klar geworden. Und ein Beispiel, wo ich das mal machen möchte, ist SAT. Also die Frage ist, wenn ich eine Formel habe, kann ich an dieser Formel relativ schnell schon erkennen, was man da weglassen kann. Also kann ich quasi so einmal kurz über die Formel rüberhuschen und eventuell eine ganze Reihe von Dingen wegstreichen, sodass die Formel danach für mich einfacher wird. Schauen Sie sich mal diese Formel an. Und zwar überlegen Sie sich, Sie machen das als ein Programm. Das heißt, also stecken Sie nicht zu viel Nachdenken rein, sondern überlegen Sie sich ein Programm, was hier einmal durchläuft durch diese Formel. Das soll ja schnell gehen. Für welche von diesen Variablen, die hier vorkommen, kann das Programm schnell sehen, ob sie wahr oder falsch sein müssen? Die Frage ist ja bei SAT immer, müssen die Variablen wahr oder falsch sein? Und wenn wir in der Lage sind, für bestimmte Variablen, sagen wir mal x3 oder so, sofort zu sehen, dieses Ding muss wahr sein, indem man einfach hier einmal rübergeht, also gar nicht die ganze Formel anguckt, sondern hier so schrittweise rüberläuft, dann können wir diese Variablen ja aus der Formel rausstreichen. Ja? Und ich habe Ihnen mir mal, es kommen mehr als 4 Variablen vor, aber ich habe Ihnen hier mal als Vorschläge gemacht, x1, x2, x3, x4. Und vielleicht denken Sie mal einen kleinen Moment selbst drüber nach. Aber wie gesagt, nicht indem Sie sehr viel Gedanken daran verschwenden, denn das soll Ihr Programm ja nicht machen, sondern indem Sie sich überlegen, wenn ich hier mal schnell rüberhusche, kann ich eventuell sofort sehen, was Sache ist. Kann ich an bestimmten Formen, bei bestimmten Variablen sofort erkennen, die müssen wahr oder die müssen falsch sein. So, ich hatte jetzt gehofft, dass Sie x1 und x4 ankreuzen. Es ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie sich darüber mal Gedanken gemacht haben. Und ich will Ihnen mal sagen, warum ich hier x1 und x4 genommen habe. X1 haben ja die meisten von Ihnen angekreuzt. X1 taucht an dieser Stelle alleine auf. Und weil hier ja immer und dazwischen steht, ist es klar, dieses Ding muss wahr werden, also muss x1 wahr sein. Ja? Darum können wir hier schon mal einen Haken dran machen. Und jetzt hatte ich noch gesagt x4 und x4 taucht in diesen ganzen Dingern hier nur einmal auf. Ja? X4 taucht ansonsten in dieser Formel gar nicht auf. Darum können Sie das Ding auch setzen. Weil was immer Sie hier setzen in dieser Formel hier, beeinflusst ja die anderen Formeln nicht. Ja, weil es nur einmal auftaucht, können Sie von vornherein sagen, x1 muss wahr sein, wegen dieser Stelle hier. Und x4 kann ich ruhig auf falsch setzen, das wird ja hier negiert. Ja? Das macht dann auf jeden Fall diese Formel hier richtig. Wir können also daraus vielleicht mal 2 kleine Regeln machen. Also wir können bei dem Preprocessing Variablen streichen. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Einmal, Variable kommt alleine in einer Klausel vor. Das war der Fall x1 oben. Oder die Variable kommt nur einmal vor. Das war der Fall bei x4. Das wäre schon mal eine Strategie, das zu machen. Und Sie können das natürlich, wenn Sie jetzt überlegen, wie macht man das als Programm, Sie können über diese Liste hier rübergehen und sowas wie eine Checkliste, einen Hashtable oder sowas führen, indem Sie markieren, wie oft Sie eine Variable schon gesehen haben. Und damit ist die Frage ja beantwortet, ne? Also diese Dinger können Sie sowieso erkennen. Und bei denen hier markieren Sie, habe ich das Ding schon mal gesehen. Und wenn Sie am Ende durch sind und sagen, ich habe das nur einmal gesehen und zwar da, dann ist das klar.
Man kann das sogar noch ein bisschen verbessern, das kann man auch einfach sehen, da gibt es auch eine Frage zu. Dieselbe Frage, nur eine andere Formel. Für welche Variablen kann man hier schnell sehen, ob sie wahr oder falsch sein müssen? Das ist jetzt ein bisschen anders als bei dem eben, die Idee, die man hier haben muss. So, hier hätte ich jetzt gedacht 4 und ich will Ihnen sagen, warum ich hier 4 genommen habe. Schauen wir uns mal in dieser Formel an, was mit der 4 ist, x4. Das taucht hier auf und das taucht hier nochmal auf und sonst nirgends. Und im Gegensatz zu allen anderen Variablen taucht x4 immer nur in einer Form auf. Also wenn Sie zum Beispiel x1 nehmen, dann habe ich hier einmal x1 sozusagen positiv und irgendwo anders taucht dann x1 nochmal negiert auf. Ja? Und das ist bei den anderen auch so. Das heißt, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle rumruckle, dann weiß ich immer nicht, was bei den anderen passiert. Setze ich es zum Beispiel hier auf wahr, dann mache ich diese Klausel wahr, aber ich mache es bei dieser Klausel schwerer, sie wahr zu machen. Bei x4 ist das anders. x4 taucht ausschließlich negiert auf. Das heißt, ich kann bei x4 guten Gewissens sagen, ich setze das auf 0, weil das garantiert nichts schlechter macht. Ja? Und auch hier kann ich mir wieder ein Programm vorstellen, was einfach hier durchgeht und eine Liste führt und für jede Variable einfach aufschreibt und sich merkt, mit dem Hashtable oder so, ob die Variablen schon mal in negierter und nicht negierter Form gesehen wurden oder nur in einer von diesen Formen. Wenn ich einmal durchgegangen bin durch die Liste, ist ein ganz simpler linearer Vorgang, habe ich für eine Reihe von Variablen eventuell das schon gefunden. Wir können also hier noch eine dritte Regel dazu schreiben. Die Variable kommt nur negiert oder nur nicht negiert vor. Das ist das Beispiel von da unten. Und wenn Sie diese drei Dinge zusammennehmen, dann haben Sie schon eine Strategie, wie Sie einmal über die Formel rübergehen können und eventuell eine ganze Reihe von Variablen belegen können. Und damit ist es natürlich noch nicht getan. Sie können natürlich, nachdem Sie das gemacht haben, eine Reihe von Klauseln aus Ihrer Formel rausstreichen, weil die ja jetzt erledigt sind. Von denen wissen Sie schon, dass die wahr sind. Und dann können Sie das Gleiche, wenn Sie wollen, nochmal machen. Sie können nochmal durch die Formel durchgehen und gucken, ob Sie jetzt, weil Sie ja relativ viel gestrichen haben, den gleichen Algorithmus nochmal anwenden können. Und Sie können den im Prinzip so lange anwenden, bis Sie nichts mehr wegstreichen können. Das kann bedeuten, dass Sie selbst mit diesen drei einfachen Regeln schon ziemlich viel aus der Formel rausgestrichen haben. Und erst danach wenden Sie dann irgendeinen cleveren Algorithmus an, der tatsächlich das Zeitproblem löst. Und haben dann vielleicht nicht mehr 100 Variablen, sondern nur noch 40 Variablen, mit denen Sie arbeiten müssen. Das ist also eine sehr übliche Strategie. Das nennt man Preprocessing. Und nachdem Sie jetzt ein Beispiel dafür gesehen haben, was Preprocessing macht, will ich vielleicht nochmal fragen zum allgemeinen Verständnis, was würden Sie denn von einer Preprocessing-Lösung erwarten? Das ist auch wieder eine etwas subjektive Frage. Also was halten Sie für allgemein sinnvolle Anforderungen an Preprocessing? Es sollte polynomiale Laufzeit haben, es sollte die Laufzeit für den Worst Case verringern. Und es darf die Lösung des Problems nicht verändern. Wie gesagt, mehr oder weniger subjektiv, was Sie hier antworten können, aber denken Sie mal darüber nach, was Sie für sinnvoll halten. Es ist wahrscheinlich eine sinnvolle Anforderung, dass Preprocessing polynomiale Laufzeit haben sollte, wobei man auch da Abstriche machen kann an diese Forderung. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Sie einen polynomialen Algorithmus haben, der mit 2 hoch n läuft und Ihr Preprocessing läuft mit 1,1 hoch n. Dann kann es natürlich trotzdem sinnvoll sein, auch wenn das lange braucht, das vorher laufen zu lassen. Aber die üblichen Preprocessing-Algorithmen, die benutzt werden, haben im Allgemeinen polynomiale Laufzeit. Das, was wir eben zum Beispiel gesehen haben, das geht ja sogar nur einmal über die Formel rüber. Das ist also im Wesentlichen ein linearer Algorithmus sogar. Preprocessing sollte die Laufzeit für den Worst Case verringern, würde ich nicht unbedingt sagen. Also wenn Sie jetzt an die Praxis denken, wir hatten von kommerziellen Set-Solvern gesprochen, wenn das die Laufzeit für den Average Case verringert, denn das ist ja der, mit dem Sie in der Praxis arbeiten, ist das auch schon toll. Selbst wenn Sie irgendwelche Worst Cases konstruieren können, bei denen Ihnen Preprocessing nicht hilft. Ich kann Ihnen natürlich eine Formel bauen, in denen keine von den drei Regeln, die wir eben gesehen haben, anwendbar ist. Das ist kein Problem. Ja? Trotzdem ist für die meisten Formeln dieses Preprocessing gut. Darum würde ich nicht sagen, es muss nur den Worst Case verbessern. Oder es muss den Worst Case verbessern, sondern ich würde sagen, wenn es im Durchschnitt die Ergebnisse verbessert, wunderbar.
Bei der dritten Forderung würde ich allerdings, und da haben auch die meisten von Ihnen angekreuzt, keine Kompromisse eingehen. Wenn Pre-Processing die Lösung verändert, dann sollten Sie das nicht machen. Denn dann haben Sie ja Ihr Problem geändert. Sie wollten ja ursprünglich mal irgendein Problem lösen, und wenn Ihr Pre-Processing die Lösung verändert, dann haben Sie was anderes draus gemacht. Das nützt Ihnen dann ja nichts mehr, ne?